Ach, Clive, genau dich wollte ich sprechen. Ja? Was gibt es? Einige von Sir Wades Hütern sind doch seit den Angriffen der Akasischen hier einquartiert. Tja, nun ist auch der Rest gekommen. Das Lazarusviertel ist wohl einer Ätherflut zum Opfer gefallen. Natürlich habe ich nichts gegen ein paar mutige Jungs, die uns die Bestien vom Leib halten. Wir profitieren davon. Aber wir haben hier nicht genügend Betten. Die armen Kerle schlafen auf Heuböden und in Schokoboställen. Ich würde ihnen ja eine eigene Unterkunft bauen. Aber wo soll die hin? Es gibt hier oben einfach nicht genug Platz. Und jetzt sitzen wir in der Klemme. Die Leute, auf die wir zählen, um uns zu beschützen, leben wie Bettler. Verstehe. Und es sind nicht nur sie. Die Träger brauchen auch Platz. Immer mehr von ihnen tauchen hier auf, in der Hoffnung, Zuflucht zu finden. Aber wir platzen hier wirklich schon aus allen Nähten. Wir können sie ja schlecht übereinander gestapelt schlafen lassen. Die Neuankömmlinge verdienen ein richtiges Zuhause. Und das ist es, wobei ich auf deine Hilfe gehofft habe. Wenn es keine zu große Last ist. Natürlich nicht. Danke, Clive. Und wo soll dieses neue Zuhause entstehen? Nun, ich denke, am besten dafür geeignet wäre wohl Eastpool. Eastpool? An den Ort habe ich wirklich schon lange nicht mehr gedacht. Eine Tragödie, was passiert ist. Hätten wir irgendetwas dagegen tun können, dann hätten wir es versucht. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Die Ermordeten hätten nicht gewollt, dass wir ihr geliebtes Dorf dem Verfall überlassen. Da hast du wohl recht. Die Fäule nähert sich zwar, aber ich glaube, dass noch gut ein paar Jahre Zeit bleiben. Es gibt nur ein Problem. Eine Bande Halunken hat sich dort eingenistet und macht keine Anstalten zu verschwinden. Üble Gesellen, sage ich dir. Sie versetzen die ganze Gegend in Angst. Ich hätte sie längst ausräuchern lassen, wenn meine Leute nicht schon genug mit den Akasischen zu tun gehabt hätten. Aber jetzt können wir auf ein paar weitere Hüter der Flamme zurückgreifen. Es ist an der Zeit, zuzuschlagen. Was meinst du? Willst du den Überfall anführen? Gern. Eastpool war die Heimat vieler guter Menschen. Banditen haben dort keinen Platz. Ich verjage sie nur zu gern. Die Männer werden dir mit Freuden folgen. Ich habe bereits mit Sir Wade darüber gesprochen, wie wir den Ort zurückgewinnen können. Ich denke, er hat auch ein paar eigene Ideen. Sprich doch mal mit ihm. Mach ich. Eastpool wäre ein nettes Zuhause für ein paar Träger und Hüter, die ihr Glück versuchen wollen. Sobald die verdammten Banditen verjagt wurden, natürlich. Zurück nach Eastpool also. Noch nicht. Erst reden wir mit Sir Wade. Sir Wade, schön euch zu sehen. Und euch, Lord Rosfield. Und euch. Ich komme von Martha. Sie sagt, ihr wollt Eastpool befreien und euch dort niederlassen. Das ist richtig. Doch es war eigentlich ihre Idee. Ich fürchte, dass meine Männer ihr ein wenig auf die Füße getreten sind. Und auch sich gegenseitig. Dann sind da noch die Träger. Männer und Frauen, die den Mut hatten zu fliehen und hier Zuflucht fanden. Wir müssen sie irgendwo ansiedeln. Und es gibt schlimmere Orte als Eastpool. Das stimmt. Deshalb helfe ich euch bei der Rückeroberung. Das höre ich gerne. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Mit euch an unserer Seite schlagen wir dieses Gesindel sicher schon bald in die Flucht. Also, wie ist die Lage? Zum Glück sind es nicht allzu viele. Gezählt haben wir weniger als ein Dutzend. Weniger glücklich ist leider, dass es auf der Straße dorthin von Akasischen nur so wimmeln wird. Ein kleiner Trupp würde ausreichen, das Dorf zu räumen. Aber wenn die Akasischen ihnen folgen, könnten diese Männer sich in eine ganz schwierige Situation hineinmanövrieren. Ich kümmere mich um die Banditen in Eastpool. Ihr und die Hüter bleibt außerhalb und wehrt alle Akasischen ab, die zu nahe kommen. Damit ich nicht überrascht werde. Ich kann nicht zulassen, dass ihr so viel riskiert, Milord. Die Akasischen sind gefährlicher. Mit Banditen komme ich klar. Nun,
Wie ihr meint. Ich versammle gleich meine Männer. Soll ich hier auf euch warten? Nicht nötig, Milord. Geht ruhig vor. Wir folgen in Kürze. Ist gut. Wir sehen uns dann in Eastpool. Erwartet uns dort. Auf dass der Sieg unser sein möge. Seid ihr? Tötet sie! Entweder verlasst ihr diesen Ort oder tragt die Konsequenzen. Das wäre erledigt. Oder auch nicht. Was wird das denn denn hier? Was soll's? Es muss auch gehen. Will noch irgendjemand? Das ist wohl ein Nein. Bravo! Eine grandiose Darbietung, Milord. Ihr habt zugesehen? Solltet ihr nicht nach Akasischen Ausschau halten? Haben wir. Wir haben unterwegs ein paar erledigt und waren rechtzeitig da, um euren Kampf gegen dieses Ding zu sehen. Hoffen wir, es war das letzte seiner Art. Sollte doch noch eins auftauchen, seid ihr der Herausforderung sicher gewachsen. Das hoffe ich, Milord. Wenn eure Männer die Träger holen, die hier wohnen werden, wäre es vielleicht am besten, sie sofort kommen zu lassen, bevor andere unliebsame Gestalten auftauchen. Natürlich. Ich gebe den Befehl zum sofortigen Aufbruch. Überlass das mir, Milord. Zu Hause. Ganz ohne Herren. Nein. Wir sind jetzt die Herren. Unser Leben gehört endlich uns. Das sind alle. Und kein einziger Akasischer in Sicht. Jetzt können wir den Wiederaufbau des Dorfes in Angriff nehmen. Es wird nicht einfach. Schon gar nicht nach 5 Jahren, in denen Bestien und Schurken hier ihr Unwesen getrieben haben. Die Mauern mögen noch stabil sein, aber die Hälfte der Balken ist morsch. Also von denen, die nicht durchs Feuer verloren gingen, wohlgemerkt. Ein hartes Stück Arbeit. Aber wir lassen Eastpool wieder aufleben. Wartet's ab. Sir Wade. Lady Hannah ruht hier. Wenn ihr erlaubt, möchte ich, dass Oscar beim Wiederaufbau hilft. Er sollte dazugehören. Natürlich. Ihr habt völlig recht. Ich sage Martha, dass hier alles in Ordnung ist. Falls ihr etwas braucht, sendet einfach einen Stolas.
Das werden wir, Milord. Gute Reise. Eastpool erwacht wieder. Überbringen wir Martha die frohe Kunde. Als allererstes müssen wir uns um ein paar dieser Dächer kümmern. Dem nächsten Sturm halten die wohl nicht mehr stand. Schon zurück? Dann lief alles gut? Ich höre, du hast die Banditen erledigt und die Hüter die Akasischen. Gute Arbeit. Und irgendwas hat er von einem wabbeligen Albtraum erzählt. Eigentlich will ich's nicht wissen. Sonst kriege ich selbst noch Albträume. Was zählt ist dein Erfolg. Jetzt können wir unser neues Dorf bauen. Ein neues Dorf. Wie willst du es nennen? Wie wohl? Eastpool. Sir Wade hat gesagt, wie viel Schlechtes auch dort passiert sein mag, das macht all das Gute dort nicht ungeschehen. Wir müssen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das hat Wade gesagt? Nun, etwas in dieser Richtung. Jetzt aber haben sie erst einmal viel zu tun. Ihre Arbeit beginnt erst. Und das bedeutet auch die meine. Ob sie Nahrung, Bauholz oder starke Hände brauchen, die Rast liefert alles Nötige. Danke, Martha. Ich danke dir. Du musstest nicht helfen. Ich wollte aber. Eastpool war jahrelang verlassen. Ein Wunder, dass dort noch was steht. Doch mit ein bisschen Holz, einem Anstrich und viel harter Arbeit werden sie es wohnlich machen. Wenn das funktionieren soll, brauchen wir Hilfe. Finden wir... Clive, du kommst wie gerufen. Wie der Zufall es so will, brauchen wir gerade jetzt jemanden mit deinen Vorzügen. Und was wären das für Vorzüge? Deine Furchtlosigkeit und dein Geschick mit der Klinge. Ich höre. Wie du dir vermutlich denken kannst, brachte der dunkle Himmel noch einiges mit sich. Eine Welle des Chaos überschwemmte die Republik. Randela ist in einem besonders schlimmen Zustand. Viele Träger in der Hauptstadt haben ihre Herren verloren oder die Gelegenheit genutzt, zu fliehen. Natürlich bleibt keiner lange frei. Die meisten finden sich in der Obhut des Heeres wieder, ehe sie weit kommen. Doch auch im Heer regiert das Chaos und man ist nicht in der Lage, die neuen Schützlinge zu versorgen. Das bedeutet, dass sie sie verkaufen wollen. Und du willst sie kaufen, damit diese herrenlosen Träger herrenlos bleiben. Ganz richtig. Die perfekte Gelegenheit, um Dutzende zu befreien. Und das zu einem attraktiven Preis. Und wo genau kommt meine Klinge ins Spiel? Wir haben zwar die Mittel, um diese Träger zu kaufen, können sie aber nirgends unterbringen. Also haben wir einen Ort gesucht, wohin wir sie umsiedeln können. Irgendwo weit weg von den neugierigen Augen derer, die sie erneut versklaven wollen. Und wir glauben, einen gefunden zu haben. Kaschlok. Ein kleiner Weiler versteckt in einer Schlucht. Der Ort wurde vor langer Zeit aufgegeben. Aber als die Menschen auszogen, zogen die Bestien ein. Deshalb suchen wir einen furchtlosen Schwertkämpfer, der wilde Tiere nicht scheut. Damit dort wieder Menschen leben können. Hilfst du uns, Clive? Wie könnte ich ablehnen?
Exzellent. Theo, würdest du dich bitte, wie wir es besprochen haben, um den Transport unserer Gäste kümmern? Natürlich. Überlass das mir. Klingt, als hättest du auch alle Hände voll zu tun. Hab ich. Schließlich müssen wir das Dorf auch bewohnbar machen, mit Möbeln und all dem. Die Sachen vorzubereiten wird ein schönes Stück Arbeit. Wir sehen uns also später. Versuch bitte, den Ort zu sichern, bevor die Wagen anrollen, ja? Ich werd's versuchen. Das Dorf liegt in Sherdras Zwirn, hinter der Lebni-Kluft. Mein Helfer dort öffnet dir das Tor. Ist gut. Wünsch mir Glück. Das wirst du sicher nicht brauchen. Durchquere die Lebni-Kluft, dann solltest du tiefer im Tal Kaschlok sehen können. Du bist ein Freund der roten Karawane. Und deinem Aussehen nach bist du die Hilfe, von der man mir erzählt hat. Hier geht's nach Kaschlok. Also frohes Schaffen. Früher war es hier sicher schön. Das wird's auch wieder. Erwache! Ich glaube, das war der letzte. Das glaube ich auch. Lass uns zurück nach Boklad.
Was ist los, Theodor? Still. Das sind die Bedingungen. Ich vertraue darauf, dass ihr sie sorgfältig bedenkt. Natürlich. Danke. Er wieder. Du kennst ihn? Ja. Und, nein. Doch genug von ihm. Wie lief es unten in Kaschlok? Erledigt. Das Dorf ist nun sicher. Du hast das schnell geregelt. Wie immer. Ich werde Eloise Bescheid geben. Lass dich nicht aufhalten. Clive, sag ihr nicht, dass ich sie beobachtet habe. Das gibt nur Ärger. Ich werde alles erklären, sobald du Bericht erstattet hast. In Ordnung. Dann bis später. Eloise, ich komme gerade aus Kaschlok. Das Dorf ist jetzt sicher. Danke, Clive. Hier, das ist für deine Mühen. Also gut. Den Grundstein für unser kleines Projekt hast du gelegt. Den Rest müssen wir selbst erledigen. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass unser Angebot für die Träger angenommen wird. Ihr verhandelt also noch? Richtig. Ein Vertrauter hat in unserem Namen mit dem Heer geredet. Doch die Dinge waren schwieriger, als wir erwartet hatten. Eigentlich keine große Überraschung. Wir haben es mit Soldaten zu tun. Und kämpfen ist ihre Aufgabe. Was zählt ist, dass wir am Ende triumphieren. Nun, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auf mich zählen. Das schaffen wir schon allein. Trotzdem, danke, Clive. Ah, Clive. Du wolltest reden? Der Mann, den ich beobachtet habe, der mit Elle gesprochen hat. Er vertritt das Silberhut-Konsortium, weißt du? Ein großes Handelshaus. Höre ich zum ersten Mal. Nun, jeder Händler in Dalmekia kennt es. Seine Leute sind in der gesamten Republik tätig. Und sie expandieren. Sie versuchen schon seit längerem, Eloise in ihr Netzwerk einzubinden. Ihrer Reaktion nach zu urteilen, würde ich sagen, dass sie beinahe bereit war, das Angebot anzunehmen. Und das würde dich stören? Nein, ich will nur, dass sie tut, was sie glücklich macht. Solch eine Gelegenheit würde ich ihr nie verwehren. Sie hat mich vor der Sklaverei bewahrt. Und seither bemühen wir uns, andere wie mich zu retten. Aber das ist weder das Leben, das meine Schwester wollte, noch das, was sie verdient. Sie soll ihre Träume nicht wieder für mich aufgeben. Sie hat meine Fesseln gelöst. Nun muss sie von ihren befreit werden. Du hast ein gutes Herz. Ich war immer dankbar für das, was sie für mich getan hat. Ich möchte mich revanchieren und sie ihr Leben leben lassen. Doch immer, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet, schlägt sie sie aus. Mir zuliebe. Sie liebt dich. Und ich liebe sie. Deshalb soll es dieses Mal anders sein. Ich will ihr zeigen, dass sie nicht mehr auf mich aufpassen muss. Allerdings werde ich von Zeit zu Zeit noch Hilfe brauchen. Ich kann doch auf dich zählen? Immer. Danke, Clive. Also gut, dann gehe ich besser wieder an die Arbeit. Die Träger siedeln sich nicht alleine um. Das ist eine Aufgabe für die Rote Karawane. Das könnte der letzte Auftrag sein, den die Rote Karawane annimmt. Unter der jetzigen Führung zumindest. Aber sag das bitte nicht meiner Schwester, ja? Kommt mit! Ich bringe euch zu Goltans Hof! Lasst alles zurück, was ihr nicht braucht!